Was geht ab, Freunde der Sonne? Heute ist es wieder soweit, dass wir mit einigen Klischees spielen. Wir wollen heute unbedingt wissen, was man genau für ein Auto benötigt, um die Art Frau klarzumachen, die freiwillig bei Qualitätsfilmen mitmacht. Alarm! Sicher sind nicht alle so. Sie benehmen sich nur gleich und sehen ironischerweise auch oft gleich aus. Doch das soll heute kein Profiling-Kurs werden. Da in den letzten beiden Videos das Budget begrenzt war und krasse Unternehmer sowas nicht tun, beschränken wir uns daher auf aktuellere Fahrzeuge, die selbstverständlich neu über 100.000 Euro kosten. Alles, was man benötigt, ist simple Autosuggestion. Doch wie kriegt man so eine Karre im echten Leben? Wie machen das die ganzen 20-jährigen auf Hartz IV angemeldeten Ehrenmänner mit Bildungslücken? Die gängigste Methode ist, ein Auto mieten oder, wenn man einen deutschen Strohmann mit sauberer Schufa hat, Unterlagen für eine Finanzierung fälschen. Beides kostet Geld und um sowas zu finanzieren, betreiben die meisten schätzungsweise Gay for Pay, Feel Good Management, Klammer auf, BTM-Händler, Klammer zu, Diebstähle und anderen ehrenhaften Kleinkram. Meist endet das zwar so, dass die Leute in Insolvenz oder im Bau enden, aber immerhin können sie da über ihre Fehler nachdenken. Das war natürlich Sarkasmus, weil in Deutschland die Strafen so gering ausfallen, dass man meinen könnte, dass die Täter moralisch dazu verpflichtet sind, weiter Straftaten zu begehen. Mit dem ersten Fahrzeug könnt ihr auf Großfamilienangehörige machen und dabei lügen. Wer ist deine Familie? Ramo, ihr Selmi. Ramo, mein Name ist Ramo. Ja? Ach, du bist so. Mercedes-Benz C63 AMG. Die 63S-Variante hat zwar mehr Leistung, aber in der Regel ist das ein Buchstabe zu viel, da nur drei Buchstaben im Temporallappen des Gehirns bestimmter Beifahrer reinpassen. AMG besteht zwar aus drei Buchstaben, aber beim heutigen Zeitgeist gilt das bereits schon als Wort. Jedenfalls ist der C63 AMG mit seinem 4 Liter V8 Biturbo und 476 PS ausreichend motorisiert, um die verwehrte Aufmerksamkeit während der Kindheit wieder wettzumachen. Der C63 ist wenn dann nur als Kombi hässlich und findet gerne Anklang bei moralisch verwerflichen Personen. Die Limousine oder das Coupé sind das To-Go hier, weil diese beiden Varianten von der reinen Ästhetik her am meisten Eindruck schinden bei der einen oder anderen Person, die gerne Schlitz zeigt. Einige Besitzer beschwerten sich, dass es im Innenraum anfängt zu klappern und zu knarzen nach einer Weile. Um diesem Problem zu entgehen, macht man es wie jeder normale AMG-Fahrer Anfang 20. Man hört entweder ganz laut Musik und redet sich ein, dass man es geschafft hat, oder man fährt einfach hochtourig, damit alle wissen, dass man auch noch existiert. Auch wenn der Motor bisher nur Probleme hatte mit defekten Zündspulen, kann es trotzdem gut sein, dass so ein Fahrzeug keinen Atomkrieg überleben wird. Kosten tun die ersten AMGs in anschaubarem Zustand etwas über 40.000 Euro. Mit etwas Glück ist noch Garantie dabei. Ein gängiges Finanzierungsbeispiel lautet wie folgt. Nehmt einen Ballonkredit auf ohne Anzahlung, streckt die Laufzeit auf 60 Monate und habt eine geringe monatliche Rate. Mathe-Genies werden merken, dass die Schlussrate dafür umso höher ist, aber die kann man natürlich refinanzieren oder das Auto verkaufen und man ersperrt sich somit das dann mehr oder weniger. Da die gängige Praxis geklärt ist, wird es Zeit für das nächste Fahrzeug, der BMW 8er der zweiten Generation. Der G15 ist das Nachfolgemodell vom 6er BMW und gehört zur Oberklasse. Demzufolge seid ihr was Besseres, weil der Wagen eben exklusiv ist. Hier ist es tatsächlich mal egal, was für eine Motorisierung man nimmt, da der Wagen mit oder ohne M-Paket geil aussieht. Die 6-Zylinder Diesel und Benziner haben mehr oder weniger die gleiche Leistung. Trotzdem wäre ein V8 Biturbo besser. Weil der Name 850i zum Mainstream war, heißt die Nicht-M-Variante M850i. Die unterscheidet sich nochmal etwas von der M8-Variante durch leistungsschwächere Motorkomponenten. Ansonsten ist es der gleiche Motor. Wer sich 40 Riesen sparen möchte, haut einfach auf frech ein Chip-Tuning drauf und ändert die Abgasanlage, wie es ein richtiger Ehrenmann mit mehreren Businessen machen würde. Bekannterweise lassen BMWs einen wirken, als hätte man die praktische Führerscheinprüfung beim italienischen Autoscooter gemacht. Von daher gibt es was ähnliches Unseriöses, den Ford Mustang GT. Tatsächlich bietet der Ford Mustang ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für knapp über 50.000 Euro kriegt man 450 PS aus einem 5 Liter V8 Oldschool Ami Saugmotor, 10-Gang-Automatik, adaptives Fahrwerk, Sitzlüftung, Navi und passend zur Vorliebe Fake-Ledersitze für die einzahnigen Dorftanten, die euch dann hinterherrennen würden. Amis hatten immer den Ruf, mit viel billig wirkendem Plastik ausgestattet zu sein, und dem macht der Mustang alle Ehre. Qualitativ ist man zwar nicht auf dem Niveau vom zuvor erwähnten 8er BMW, aber für das Geld ist es äußerst akzeptabel. Ein weiterer Pluspunkt ist der Sound ab Werk. Tuning-Möglichkeiten, welche man bequem von zu Hause nackt in Eigenregie mit originalen Vorteilen vollführen kann, und die integrierte Burnout-Funktion, schrecklich, mein Vater hat mich immer geschlagen, Funktion. Als Sportwagen ist der Mustang also bestens geeignet. Mit dem nächsten Fahrzeug zeigt man aggressive Dominanz und wirkt dabei noch seriös, der Audi RS7. Audi im Allgemeinen kommt immer gut an, dank futuristischem Look, egal ob bei Männlein oder Weiblein. Der RS7 basiert auf dem A6. Diese gewagte These lässt sich daher ableiten, dass beide Fahrzeuge die gleiche interne Modellbezeichnung haben, nämlich C8. Und das steht auch auf Wikipedia für die ganzen Verschwörungstheoretiker unter euch.
Der RS7 sieht von vorne so dope aus, dass Wesen des Bösen aus Prinzip Schlitz zeigen werden, um ihren Ruf gerecht zu werden. Wer den Bruder Moistalk weiß, dass die Polizisten Insassen dieses Fahrzeuges gerne für einen Medikamenten-Manfred halten und daher auch oft anhalten, was das Game mit der Matratze etwas einschränken dürfte. Dieses Risiko sollte man aber unbedingt eingehen, weil der RS7 600 PS hat und so schnell ist wie der neue Porsche 911 4S. Nicht nur, dass der RS7 besser aussieht, er bietet auch mehr Platz als ein Porsche 911. Das gibt einem zwar nicht viel, aber trotzdem genug Raum, um auf dem Rücksitz bestenfalls aktiv rektale Übungen zu vollführen. Geben tut es ein RS7 ab 120.000 Euro. Der Neupreis von so einem Fahrzeug liegt gerne auch bei 180.000 Euro mit mehr unnötiger Ausstattung. Weiter geht es mit einem Fahrzeug, was man nicht mit 14 Cousins teilen muss und kaum eine Sau in Europa kennt. Der Lexus LC 500. Weil Lexus nur in Asien und Amerika beliebt ist, ist er eigentlich nicht die erste Wahl, wenn das primäre Ziel lautet, den Uterus von Frauen zu erkunden. Da dieses Fahrzeug in erster Instanz mir einen Wetlock-Effekt verpasst, ist es also von größter Wichtigkeit als Abonnent dieses Kanals, das zu wissen. Jedenfalls ist der LC ein Coupé, was mit dem Maserati Gran Turismo und Aston Martin DB11 konkurriert. Weltweit gab es hier die erste 10-Gang-Automatik und er hat wahrscheinlich einer der letzten V8-Saugmotoren verbaut. Dank minderjährigen Öko-Fritzen mit wahrscheinlich intensiver Beinbehaarung und geschätztem 7-stelligen Vermögen wird es sowas in Zukunft leider nicht mehr geben. Schade ist es genau aus diesem Grund. Zu haben gibt es den vernünftigeren 5 Liter V8 Saugmotor für das gleiche Geld wie die Hybridversion. Wer auf Öko-Light machen muss, guckt sich dementsprechend die Hybrid-Variante an mit einem 3,5 Liter V6 Motor, der so viel CO2 ausstößt wie eine Mercedes A-Klasse als 200er. Weil Mercedes in der Vergangenheit so vertrauensvoll war, was Emissionen angeht, geht es weiter mit einem Rolls-Royce Wraith. Dieser Wagen ist eigentlich zu hochwertig für billige Tanten, weshalb man in anderen Kreisen verkehren muss und man tendenziell eher eine Hildetraut abkriegt statt einer Dilara. In der Praxis würde das dann so aussehen, dass man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, am Kudamm hoch und runter zu fahren und alle nur blöd gucken vor Neid. Man erachtet sich nämlich darin als was Besseres und wird einsam sterben, aber lieber weinend im Rolls-Royce sitzen statt arm im Opel. Doch Spaß beiseite, Rolls-Royce wird nur von Multimillionären gefahren, weswegen auch ein gewisser cringer Dude mit Glatze keinen fährt. Die nicesten Stellen beim Video war, wo ich drin war. No front. Rolls-Royce-Fahrzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass sie die qualitativ hochwertigsten Materialien verbaut kriegen, die es so gibt und alles in Handarbeit angefertigt wird. Aus Prestigegründen wird ein 6,6 Liter großer V12 Biturbo verbaut, da V12-Motoren die geschmeidigste Laufkultur besitzen. Der Motor selber stammt von BMW und ist auch im M67i verbaut. Weil Rolls-Royce eben die Bitch von BMW ist, basiert der Rolls-Royce Wraith im Prinzip auch auf der Plattform des Siemer BMWs F01. Technisch schraubt dann nur ein BMW-Mechaniker an dem Fahrzeug zum vielfachen Preis. Das Beste am Rolls-Royce ist, dass man einen Sternenhimmel vom Werk aus einbauen kann. Zeigt dem Beifahrer, den ihr rumkriegen wollt, den Sternenhimmel. Damit habt ihr nämlich das Privileg, ihr ihm oder von mir aus auch es zu zeigen, was sich auf Himmel reimt. Weil so ein Hobel teuer wie Sau ist, geht das wohl oder übel nur mit dem guten alten Enkeltrick wie ein richtiger Ehrenmann halt. Das wahrscheinlich beste Fahrzeug ist aber womöglich eine Mercedes S-Klasse Coupé. Mercedes deswegen, weil das eben die meisten kennen. Warum das so ist, weiß eigentlich keiner so genau. Wichtig ist nur, dass man damit gut ankommt bei entsprechenden Klientel. Argumente dafür sind eigentlich offensichtlich. Geile Optik, geiler Innenraum, Ambiente-Licht, Swarovski-Kristalle im LED-Scheinwerfer integriert und das wichtigste Argument, ein Stern. Bestenfalls hat man noch das AMG-Paket montiert, weil das optisch nochmal mehr hermacht. Mehr Mercedes gibt es eigentlich nur noch im Maybach, aber bis man das der Alten erklärt hat, wo der Unterschied liegt, ist sie auch wieder Jungfrau. Aus eigener Erfahrung kann ich euch das Fahrzeug nur empfehlen, da es sich perfekt fährt und die 500er-Version mit AMG-Paket komplett ausreichend ist. Wer verschrumpelte Genitalien aufweist, ändert den Heckdiffusor samt Endrohrblenden und hat dann eine 63er Optik. Zwar ist die Frontschussstange und Grill beim 63er etwas anders, aber das merkt meist kaum ein Mensch. Das Wichtigste bei Anschaffung dieses Fahrzeuges ist die Wartung, weil die in der Regel teuer ist und nur per Star-Diagnose ausgeführt werden kann. Ansonsten kann die Servolenkung ausfallen dank überhitzenden Steuergerät und defekte Airbags gab es auch, aber heute zählt zum Glück nur die Optik und nicht solche profanen Dinge wie Verkehrssicherheit. Vernünftige S-Klassen kosten trotzdem noch 60.000 Euro, was gar nicht so viel ist für ein Fahrzeug in diesem Segment. Außerdem sollte man noch bedenken, dass dies wohl vorerst die letzte S-Klasse Coupé-Generation ist. Ob das unser aller Leben ins Positive entwickeln wird, steht in den Sternen. Was bei den Leuten im Kopf vorgeht, die das entschieden haben, lässt sich nur schwer erahnen. Ansonsten war es das heute mit dem Unfug. Ich hoffe, ihr konntet etwas lachen und besitzt mehr als 4 Hirnzellen, um zu wissen, dass das Thema heute eher auf Trollbasis angelehnt ist. Liked und kommentiert das Video, wenn euch das Ganze gefallen hat für den Algorithmus, guckt euch die anderen Videos an mit der Hand in der Hose und abonniert diesen Kanal für mehr hochgradig seriösen Content auf Basis der Automobilindustrie.